Also, ich weiß nicht, also wenn ich da jetzt an den lieben Herrn Jesus denke, der hat nicht gefragt, irgendwie Taufschein raus, bist du Jude, bist du Proselyt, bist du was auch immer, erstmal Moralkodex vorgelesen. Wir haben doch jetzt das Evangelium vom Zachäus gehört, wie er auf den Baum gehüpft ist, ja? Heute muss ich bei dir zu Gast sein. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Da gibt's keine Debatte drum, hey, du bist aber ein ganz schlimmer Ficker und hockst dich da genau an die Zollstation von Jericho. Und es war wirklich eine fiese Position, weil außenrum ist nur Steinwüste, ja, oder totes Meer, Salz, ja. Und Jericho ist eine Oase, da drin ist alles so also grün und blüht und wunderhübsch, ja. Und wenn der jetzt als Oberzöllner da die Oberhand darüber hat, dass jeder, der irgendwas zu handeln hat, ich meine, die draußen wohnen, sind auf die Stadt angewiesen, ja, und die drinnen wohnen, sind auf die von draußen angewiesen irgendwie. Da muss jeder einfach ein paar Mal durch das Stadttor. Und wenn ich mich da genau reinpflanze in das Stadttor, ja, dann hast du so ziemlich die beste Position, um Monster Reibach zu machen, aber auch der Arsch der Nation zu sein. Dieser Zachäus ist jemand ganz sicher, ja. Also, wenn die Masse gekonnt hätte, ja, von wegen, also so Lynchjustiz, den hätten sie wahrscheinlich 10-mal am Tag gegrillt. Und jetzt kommt da der Superstar, Jesus Christ Superstar vorbei, ja, und hat nichts Dümmeres zu tun, als genau den, ja, iste. Den, das Ferkelchen da rauszusuchen, ja. Das fanden die dann wahrscheinlich genauso ziemlich scheiße. Und umso mehr lohnt sich's darüber nachzudenken, was da abgeht. Und ich finde, das ist die Grundhaltung, die ein Christ wirklich einüben darf. Es ist wurscht, völlig wurscht, in welcher Lebenssituation das Gegenüber irgendwie kommt, ja? Wegen mir kann auch als Transsexueller oder sonst das kommen. Das hat erstmal keinen Einfluss darauf oder meinetwegen auch Massenmörder. Also, das ist eine andere Frage der Justiz und so weiter. Also nicht, dass wir uns falsch verstehen. Aber in der Begegnung von du zu du hat das erstmal überhaupt keine Relevanz, was, wer, wie, wo, warum und sogar der Penner auf der Straße, der stinkt. Und bei uns an der Uni zum Beispiel ist es gar nicht so selten, weil die nämlich unsere ganzen Toiletten benutzen. Und das sage ich jetzt nicht, weil sie mich aufgeregt hätten irgendwie, dass sie mich auf der Toilette stören, weil irgendwo müssen halt auch die mal hin, ja, und Gott sei Dank ist die halbe Stadt voller Uni, wo halt auch Toiletten sind. Sondern wenn man so ein bisschen wach durch den Alltag läuft, dann sieht man genau solche Sachen und kann sich dann auch mal Dinge erzählen lassen. Deswegen muss ich ihm danach jetzt noch irgendwie keinen Lebensunterhalt finanzieren oder sowas. Aber in dem Moment, wenn ich ernst nehme, dass Matthäus 25, ja, ich in meinem Nächsten, im Armen, Christus selbst erkenne, völlig gleich, wer es ist, ist es eine theologische Größe und hat theologische Relevanz und theologische Qualität. So, ich sehe schon wieder eure Kommentare gingen gerade ab. Nein, mit einem Muslim habe ich keinen Alkohol getrunken. Was? Wessen Weltbild habe ich jetzt zerstört? Remusch, aha.